Es war einmal ein Ehepaar, die Frau in guter Hoffnung war. In diesem Zustand, wie man weiß, ist oft der Hunger groß und heiß. Nach den Rapunzeln stand ihr Sinn im Garten ihrer Nachbarin, worauf gehorsam ihr Gemahl im Garten die Rapunzeln stahl. Doch merkte es die Nachbarin, Frau Gothe, eine Zauberin. Und ängstlich wie die Männer sind, versprach er ihr sogleich das Kind. Frau Gothe nahm das arme Wurm und sperrte es in einen Turm. Dort saß Rapunzel Jahr um Jahr und immer länger wuchs ihr Haar. Und quälte sie die Einsamkeit, ließ sie es herab von Zeit zu Zeit für Zauberin und Edelmann. Nun fragt ihr sich ja, was kam dann? Doc, Doc, Doc. Moment bitte. Doc, Doc, Doc. Moment bitte. Doc, Doc, Doc. Herein. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, mein Name ist Rapunzel und ich wollte mich mal nach einer Umschulung erkundigen und ich habe auch meine Bewerbungsunterlagen mitgebracht. Ach, sehr gern. Woran haben Sie gedacht? Och, das weiß ich noch gar nicht so genau. Was haben Sie denn so ein Angebot? Naja, wir haben viele Möglichkeiten. Vielleicht klopfen wir erstmal ab, was Sie können, beispielsweise, wo Ihre Stärken liegen. Was haben Sie denn bisher gemacht? Auch in den Turm gesetzt. Okay, also Sie sind an einer sitzenden Tätigkeit. Und wie lange haben Sie die bisherige Tätigkeit ausgeführt? Weiß nicht so genau, vielleicht so 500 Jahre? Das hört sich gut an. Fachkräfte mit Berufserfahrung bin ich immer gesucht. Gibt es etwas Spezielles, was Sie zu Ihrer Arbeit gemacht haben? Ja, ja, Haare kämmen. Also können Sie sich eine Arbeit als Friseuse vorstellen? Nee, also nichts mehr mit Haaren. Haben Sie die Haare nur gekämmt? Nein, ich habe die auch runtergelassen. Sogar mehrmals täglich. Also trugen Sie offenes Haar. Ja. Vielleicht könnten Sie zu einem Fotomodell umschulen. Von Ihr Alter von 550 Jahren sehen Sie immer noch ziemlich gut aus. Dankeschön. Wissen Sie, das ist... das ganze Beauty-Programm halt nie Sonne, immer Haare kämmen und so und das Headjuck. Und aber so Fotomodell, wissen Sie, man hat schon so viel über mich geschrieben und ich muss sagen, ich muss ja auch mal in diesem Beruf achten. Ich merke schon, Sie sind einen ganz schweren Fall. Aber ich bin mir sicher, dass wir etwas für Sie finden werden. Da habe ich noch was. Ein bisschen peinlich. Nur so für den Übergang. Da bräuchte ich Arbeitslosengeld, weil ich habe ja schon gekündigt. Und dann habe ich mir eine neue Wohnung gekauft. Die muss ich. Sie haben eine neue Wohnung, ne? Ja, ja, die ist total schön, die ist ebenerdig und hat kein Fenster. Dann brauchen wir noch einige Angaben von Ihnen. Wie viel haben Sie monatlich für Ihre Arbeit bekommen? Sie haben 500 Jahre ohne Bezahlung gearbeitet. Ja, und das ist auch der Grund, warum ich gekündigt habe. Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Doch, Schere, keine Haare, nichts mehr mit Haaren. Entschuldigen Sie mich. Naja, gab es sonstige Zuwendungen? Ja, Rosen, schöne Kleidung.
Kleider, Ketten, Ringe und solches. Aha, und von wem haben Sie das bekommen? Naja, von den ganzen Prinzen. Und von einer wunderschönen Prinzessin. Aha, ich verstehe. Naja. Sie müssen innerhalb einiger Wochen eine Bescheid zu Ihrem Arbeitslosengeld bekommen. Zurück zu Ihrer Umschulung. Was könnten Sie sich denn für eine Arbeit vorstellen? Ach, ich weiß. Leuchtturmwärterin. Das ist doch eine schöne Arbeit von einer alternden Rapunzel. Wenn sie nicht gestorben ist, dann heult sie noch bis zur Rente.